Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Unboxing. Und zwar habe ich das neue BTS-Album bzw. beide Versionen des neuen BTS-Albums bestellt. Und wenn alles geklappt hat, das Day-Album ausgepackt mit J-Hope und das Night-Album noch eingeschweißt. Und mal sehen, wer da drin ist. Und damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt, werde ich jetzt den Bildschirm mal ein bisschen ändern und viel Spaß bei dem Video. Eine Alternativlösung. Ah! Juhu, als extra zweimal die Fotokassette, weil ich bei der Group Order mitgemacht habe. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Ich werde mal eins aufmachen. Gleich. Ah! Hier ist auch noch was drin und ich bin gerade so. Es ist Hobi! Es ist Hobi! Oh mein Gott! Das ist das offene D-Album. Und das Night-Album eingeschweißt. Also die Night-Version. Ich mache jetzt einmal die Fotocards auf, um mal zu schauen. Das Licht ist nicht das Beste jetzt, aber ich versuche es einfach mal. Mal Vorder- und Rückseite zu zeigen. So, die lege ich jetzt mal zur Seite und mache mich erstmal an das, was schon offen ist. Es ist hier an der Seite offen. Ein bisschen Angst, aber die Folie muss eher. Deswegen. Schauen wir mal nach. Das ist die D-Version. Und der Kontrast ist so schlecht, dass man gar nicht richtig das Logo sieht. Aber das ist okay. Ihr habt ja vielleicht schon ein paar andere Unboxing-Videos gesehen. Und ich wollte gerne das zu dieser Gruppe. Da ist das. Man könnte es ja mal richtig in die Kamera legen. Das wäre ja sogar meine Idee. Da ist die CDs. Das Poster ist ja
jetzt das gleiche Motiv jeweils, deswegen mache ich das jetzt nicht direkt auf. Und das Fotobuch, der Kontrast, steht auch nochmal Young Forever drauf. Und no, ich habe nicht Hopi. Schade, aber ist trotzdem toll. Die Group und Rap Monster als Dope-Fotocard. Echt schade, weil ich extra die Gruppe oder gemacht habe, damit man dann schaue ich jetzt mal hier rein. Oh, so excited. Ich habe tatsächlich J-Hope drin. Das ist ja mal das Beste, die beste Überraschung überhaupt. Er hat mich auserwählt. Ich habe leider nur die eine Karte, also war die anscheinend nicht mit in der First Press. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht kann ja jemand möchte die Karte. Oh, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier. Vielleicht möchte jemand die Dope-Karte von Rap Monster mit mir tauschen. Dann sag gerne Bescheid. Und gegen J-Hope, das wäre ein Träumchen. Aber nicht so schlimm, denn. Ah, hier ist er. Ah, mein Baby. Und damit ihr jetzt nochmal kurz reinschauen könnt. Mein Gesicht soll nicht fokussiert sein und das Buch, aber okay. Ah, das ist süß. Okay, ich packe nochmal das kurz durch. Also falls jemand die tauschen möchte gegen die von J-Hope. Hier nochmal ein paar aus der Night-Version. Ah, ich liebe diese Bilder. Das war mein Unboxing zum Young Forever Album von BTS und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mit mir gefiebert. Ich bin auch so, es war J-Hope drin. Ich bin happy und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Glück, falls ihr auch ein Album bestellt habt oder es euch noch bestellt. Ich hoffe, ihr bekommt euren Favoriten und ja, dann bis zum nächsten Mal.